Unsere Familie wohnt schon seit 1635 hier auf diesem Hof. Wird natürlich immer von Generation zu Generation weitergegeben. Wir haben eigentlich immer nur Viehwirtschaft gehabt und eben Waldwirtschaft und eben Zimmer mit, also für die Gästebeherbergungen haben wir eben Fremdenzimmer ausgebaut. Und so existiert es heute noch, das Haus. Gell? Hier sind wir in unserem Bauernmuseum. Es ist eine Sammlung von alten Geräten, wie die Leute früher gearbeitet haben. Also die Gäste können das auch ausprobieren und um zu sehen, dass man mit einfachen Mitteln auch viel geschafft hat, eigentlich früher. Und dass es schon schwere Arbeit war, auch in den Wald zu gehen, Holz zu hacken. Man hat mit einfachen Mitteln gelebt. Also diese Familie konnte sich mit 3 Hektar Wiese und einer Kuh und einen großen Garten selbst versorgen. Also die mussten nicht zukaufen oder sonstiges. Sie haben hier sich wirklich ohne Geschäft so versorgen können, mit alten Geräten natürlich, die sie teilweise selbst gemacht haben und ohne großen Traktor oder großen Aufwand. Ja, das geben wir unseren Kindern weiter und auch bei Führungen anderen, also Gästenkindern, dass sie sehen, dass das einfacher war vielleicht, aber schön.